Laut klopft das Murmeltier, laut muhen die Kühe, ja. Folge 87, hoffe ich mal. Ich weiß es ganz nicht genau. Ich schau mal eben. Ja, 87. Jetzt habt ihr bestimmt ein Bild von meiner Datei in alle. Aber ist eigentlich auch für mich relativ egal. Könnt ihr eh nichts mit anfangen. So, wir wollten jetzt Materium noch auffüllen. Wie viel haben wir denn da? Boah. Bisschen unter die Hälfte. Dann füllen wir die mal auf eben. Denn dafür brauche ich diese Betten. Und ich brauche sowieso davon genug. Also das ist nicht so schlimm, dass ich davon jetzt welche mache. Na, wir können das Portal einfach hier vorne schießen. Ah ne, da geht nicht. Dann tun wir es hier hin. Die wollte ich nämlich auch noch wieder verschießen, die Portals. Und den anderen. Den tun wir mal dahin. An diesen Erdstift hier wieder. Damit ich zumindest weiß, wo das Portal ist. So. Jetzt brauchen wir diese Betten hier. Und da kommen wir ganz gut mit aus. Genau, 15 Stück. Da brauchen wir noch mehr. Das ist nicht viel. Da fehlen mir jetzt wieder welche. So. Dann habe ich das. Dann muss ich jetzt ein bisschen Kohle da hinten reintun. Ein bisschen Kokskohle. Das ist eigentlich relativ egal. 10 Stück. Ja, machen wir 10, 10. Oder? Ja, komm. Zur Not packe ich die eine Engine mit dran. Muss ja hier laufen wieder. Heizt er an? Ja, der heizt an. Super, dann hole ich die eine Engine da hinten ab. Magnet habe ich aus. Super. Den können wir eigentlich eben einschalten mal eben. Den schalte ich mal eben ein. Er erntet noch anscheinend. Aber kann auch noch nicht mehr viel sein. Du hast noch da Platz. Oh, da müssen wir hier wieder ein bisschen nachhelfen. Was machst du jetzt mit deinen ganzen zu vielen Dingern hier? Ich habe keinen Magnet an, super. Ja, ich spuck da hinten raus. Ja. Das ist geil, der spuckt jetzt ziemlich raus. Und das ist mein Zeichen, dass das Ding überfüllt ist. Ja, der spuckt jetzt raus, so wollt ihr das haben. Weil der weiß nicht wohin damit, also spuckt er die raus. Die würden dann hier oben liegen. Und ich würde sie dann nie wieder bekommen. Deswegen kommen die jetzt in die andere Kiste rein. Da sind noch keine drin gelandet, aber da kommen jetzt welche rein. Zusätzlich kann ich hier welche reintun. Zwei Stacks. Saubere Sache. So, den Rest fülle ich mal eben so ab. Dort. Ja, die Kiste überfüllt sich gleich auch hier. Aber bin ich ja froh, dass es gleich auch fast zu Ende ist. Äpfel haben wir hier wieder drin. Nice. Haben wir genug Essen. Aber ich spiele momentan ohne Monster, denn brauche ich gerade nicht. Wirklich nicht. Also ich weiß nicht, warum ich Monster gerade brauche. Ich würde dann eh schlafen gehen. Das heißt, eure Folgen werden dann eh wieder an 10 Minuten am Bett wieder zu Ende. Aber brauche ich ja nicht dafür. So, da kann ich hier 5 Energie oder so reinsetzen. Sind fertig. Nice. Okay, die Energie geht jetzt runter, ist klar. Weil das wollte ich auch irgendwann leer haben. Dann läuft das an, dann füllt die Engine noch ein bisschen auf. Und ich versuche jetzt hier ein paar Schienen herzustellen. Ja, jetzt wollen natürlich nicht viele sein, ne? Aber doch. 1,5, 6. Ist ja gar nicht schlecht. So, Schienen. Jetzt brauchen wir davon welche. Brauchen wir einen Stein, habe ich, und Eisen. Haben wir. So, und eine Schiene in der Mitte, ne? Brauchen wir 2 Stück von. Dann brauchen wir davon eine Schiene und die beiden Dinger Whaler. Alles klar, kommt auch sofort. Dup, 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 dup. Ah ne, das war jetzt falsch, ne? Genau. Kommt Eisen hin. Ah, dann brauche ich Eisen. Da habe ich nämlich nichts mehr von. Feindeisen. Okay, Gold, Gold, Eisen, Eisen. Da ist es doch. So, eine Schiene in der Mitte.
die beiden Whalers links, rechts, und da habe ich so einen Long Whaler. Der soll nämlich eigentlich dafür sein, dass wenn jetzt die Schiene unten fehlt oder irgendwo mittendrin fehlt, dass er dann umdreht. Das ist dafür eigentlich, glaube ich, gedacht. Zumindest funktioniert es bei mir so. Und der kommt ja auch rein. Das können wir jetzt hier hinsetzen, wo das ist, und jetzt ist eigentlich unser Minecart fertig. Sonst weiteren brauche ich eigentlich nicht. Weil der läuft einerseits mit Kohle, andererseits mit Thermalenergie, hat unser Basic Farmer Tool, Fertilizer, Large Whaler. Dann haben wir die Kisten, damit wir irgendwas verstauen können. Und Tanks, damit halt unsere Thermalenergie benutzt werden kann. Deswegen kann es eigentlich gestartet werden und drückt einfach auf Sample. Jetzt hat alles gelöscht. Und jetzt hier dann eine Leiste, jetzt dauert das 1 Stunde 11 Minuten und 42 Sekunden. Das geht jetzt Prozentzahl, könnt ihr es jetzt sehen. Hier läuft die Energie von der Kohle weg. Und das kann jetzt dauern. Das kann dauern. Das heißt für uns, wir können jetzt hier eigentlich warten, wir können Folgen aufnehmen, wir können Pipapo tun. Was wir aber genau tun, ist erstmal hier unser ganzer Schrott hier weg tun. So. Der nächste Schrott. Muss auch irgendwo hin. Dann habe ich den nächsten Schrott hier. Muss ich ja irgendwo hinschmeißen. Muss sich irgendwo lohnen, das Ding zu pfeffern. Habe ich noch Platz für Eisen? Ja, habe ich noch. So, jetzt habe ich noch Schienen. Die kann ich nämlich schon mal hier verbauen. Aber da fehlt mir nämlich eine Schiene. Oh, ich will hoffen, dass ich die irgendwo finde. Advanced, glaube ich, irgendwie so. Advanced Schiene, ich habe null Ahnung. Boah, was bist du denn für ein Farmer? Krass. Ah ne, das lassen wir mal. Da will ich jetzt nicht übertreiben hier. Da gibt es bestimmt noch mehr Schrott. Das war irgendwo hier. Rückhand von den Dingern zurückgesetzt. Hier habt Kohlefaser, Kanu. Ach so, okay. Ja, was haben wir denn noch? Cleaning Code, Fuse. Ja, eigentlich so was, was man brauchen kann. Vielleicht für irgendwie ein extremes Minecart. Aber für das Einfache reicht das hier. Shooter. Addons. Okay. Achso, das ist ein Detektor. Okay, Liquid Sensor. Ist alles geil. Alles geil, was man damit machen kann. Aber ich werde es jetzt gerade nicht benutzen. Ich brauche hier diese komische Schiene. Warte mal. Whale? Weil Whale ist ja eigentlich der englische Begriff dafür. Da ist er doch. Da. Advanced Detector Whale. Ist das die? Da brauchen wir zwei Eisen, zwei Druckplatten und einmal Whetstone. Okay, das kriegen wir noch gebacken. Wir brauchen Eisen da, wir brauchen Whetstone da und wir brauchen Druckplatten. Zwei Druckplatten. Whetstone in Wetter. Und das brauchen wir. Dankeschön. Und das können wir jetzt hinten irgendwo hinsetzen. Beziehungsweise das muss genau an den Cargo Manager, damit das halt laufen kann. Da und da. Dann einmal so. Setze ich das, glaube ich, hier hin und da will ich schon mal hier ein paar Schienen hinsetzen. Bup. Ich brauche keine Booster-Schienen hinsetzen. Oh, jetzt ist meine Uhr schon wieder abgestürzt. Da machen wir jetzt noch 2-3 Minuten. Warum stürzt sie gerade ab? Ja, ich schaue jetzt auf die Uhr, da machen wir jetzt 2-3 Minuten noch extra. So. Nein, das war jetzt falsch. Wie gesagt, ihr braucht hier keine Boosterschienen pfeffern, weil er hat ja eine eigene Versorgung, damit er laufen kann. Sonst würde natürlich auch das mit dem Siefgas gar nicht funktionieren. Weil er muss ja irgendwie vorankommen. Oh, wir sind schon in der zweiten Etage, geil. Da können wir davon ausgehen, dass wir auf jeden Fall immer so einen Stack verbrauchen hier. So, bis hierhin kommt er erstmal. Gut. Dann sollten wir uns langsam mal aufmachen, noch ein paar Samen da hinten wegzuholen. Damit die halt später da rein können. Warte mal, ich mache hier nochmal 6 Stück, brauche ich dann 12. 18. Ich mache noch ein paar von diesen Seitendingern hier. So. Das kann ja nicht schaden, brauche ich ja. Ist ja nicht schlimm. Ja, jetzt machen wir es noch bis 20 nach 2, ja. 20 nach 2, habt ihr richtig gehört. Ist nämlich eine schreckliche Uhrzeit für mich eigentlich. Aber ich habe Glück.
Ich muss nicht los. Das heißt, ich habe nämlich Urlaub, weil wir haben es nämlich nirgends. Was haben wir denn gerade? Den 6. November. Ich glaube, jetzt hat er sogar aufgenommen. Ich weiß es jetzt nicht. Und wenn die Folge raus ist, da kann ich sogar schauen. Wenn die rausgeht, haben wir es. Ich glaube, Dezember schon. Oder kurz vor Ende Dezember. Ne, Mitte Dezember haben wir dann. Ah ne, Mitte November. Das ist dann den 24. Wäre es dann, wenn diese Folge rauskommt. Also seht ihr mal, ich nehme viel, viel, viel auf. Weil ich ja täglich zwei Folgen brauche und das ist für mich halt das kleine Problem. Ich schaffe täglich zwei Folgen nicht aufzunehmen, deswegen muss ich am Wochenende oder wenn ich gerade Zeit habe, mich dazu hinbegeben und die Folgen aufnehmen. So, ah, die Melonen können eigentlich da bleiben. Ich brauche jetzt eigentlich nur noch Weizen gerade. Das muss auch noch gemacht werden. So. Und damit habe ich irgendwie das Weizenfeld auch gedacht, für was ich das benutze. Das ist nämlich der Grund, einerseits für Mulch, andererseits für Biomasse und zum Essen für Tiere oder sowas, dass ich das halt auch noch verbreitern kann. Weil ich will auch die Schlachterei aufbauen, sprich ich kann dann durch den Mob Grinder benutzen, welches durch Mine Factory Reloaded wieder auftaucht. Und ich natürlich dadurch XPs bekomme, wobei ich die automatische Bücherei dann bauen kann, was sich natürlich alles aneinander knüpft. Also wie gesagt, das ist viel, was ich damit vorhabe. Dann werde ich gleich die Turtles mal aufstellen, damit die mir noch ein Loch graben. Einerseits für einfach nur so, damit ich noch ein paar Erze habe und andererseits einfach nur, damit ich dann eine Höhle drunter bekomme für mich selber. Damit ich wieder sowas reinbauen kann, eine Farm irgendwie noch zusätzlich wieder da rein pfeffern kann. Und werden wir dann sehen, was darauf passiert. So. Und dann kloppen wir das mal hier noch weg. Klopp, 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 klopp. Wie viel haben wir denn? Guten Stack haben wir und das Stack kommt auch weg. Dann habe ich nämlich Stack Mulch wieder, ein Stack für das. Dann brauche ich ihn, aber apropos dann das, dann habe ich doch irgendwo noch dann die Ruinen, wo ich dann den Spawner für Skeletten. Dafür kann ich das eine Loch auch benutzen. Ein Skeletten-Spawner benutze. Wäre ja gar nicht schlecht. Hätte zumindest dann was. Da muss ich auch gleich schauen, wie viel Energie die beiden noch haben. So, warte mal, das kann hier rein. Haben wir sogar 3 Stacks dafür, okay. Gute Sache. Dann brauche ich wieder 6 Kisten. Sind die alle frei? Die sind frei, die sind frei. Und die sind auch frei. So, dann würde ich mal sagen, bevor wir uns hier rumtummeln, machen wir die auch weg. So, danke schön. Und dann vielleicht, ja, wo machen wir die denn auf der Seite, ne? Wäre es gar nicht schlecht. Vielleicht noch hier einen Tunnel hinsetzen. Hier so ein Ding hin. Und den Spawner vielleicht hier hin so. Ah, hier muss ich auch was sind die Tanks, genau. Hier sind die Tanks, ja. Dann habe ich hier 1, 2, 3, 4. Das reicht nicht, da brauche ich ein bisschen mehr. Ich weiß gar nicht, wo ich dann drauf lande. Ich glaube, ich lande dann sogar nirgendwo. Ne, hier läuft genau die Grenze runter, alles klar. Ja, wo tun wir den denn hin? Oder tun wir sie doch hier in die Richtung? Dann tun wir sie da hinsetzen, die Turtles. Hierhin einmal. Und jetzt eins, warte mal, wie viel hast du nach vorne hin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 10. Machen wir 10, Excavate 10. Die andere muss ich gleich schon. Refuel all. Okay, der hat noch genug Energie. Aber da haben wir jetzt reingeschaut und ich muss jetzt leider die Folge beenden. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit das war. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns gleich. Bis dahin, euer Flash-Shooter B und tschüss.